Mainz empfängt in der Kofas Arena den Vizemeister aus Leverkusen. Ein Duell mit Torgarantie. Keins der 10 Aufeinandertreffen endete ohne Treffer. André Schürrle, vergangene Saison noch Mainzer, ausgerechnet beim Premierenspiel für Leverkusen, tritt er gegen die alten Kollegen an. Michael Ballack sieht den Anpfiff von der Bank aus. Kein Abtasten, beide Teams von Beginn an druckvoll. Mainz in Rot-Weiß, dritte Minute, Iwanschitz. Giefer, erst kurz vor der Partie ins Team gekommen, lenkt den Ball neben den Pfosten. Siebte Minute, Schwab für Bayer beim Freistoß. Reinhardt und 05-Torwart Müller klärt per Glanzparade. Leverkusens neuer Coach Robin Dutt, bis hierhin sieht er ein starkes Spiel. Und sein Team macht weiter Druck. Ecke Leverkusen. Reinhardt per Kopf, Noweski klärt beinahe das 0:1 in Minute 23. Gut eine halbe Stunde gespielt, Leverkusen in Ballbesitz. Fabian Giefer tritt über das Leder, Alagui nutzt den Fehler und bringt 0:5 nach vorn. Der Gästekeeper, bis hierhin hat er gut gehalten. In dieser Szene mehr als unglücklich. 32. Minute, Mainz 1, Leverkusen 0. So geht's in die Pause. Leverkusens Chefetage bedient. Auch nach dem Wechsel weiter hohes Tempo. Caligiuri ganz knapp vorbei, 54. Minute. Mainz jetzt immer stärker, 61. Iwanschitz, Giefer mit einer Glanztat. Knapp eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal ein Lebenszeichen der Werkself. Schürrle auf Derdiok. Nichts ist es mit dem Ausgleich. Mainz bestimmt die Partie, hat Chance um Chance. Die 86. Minute, Caligiuri und am Ende ist es Toprak, der den eigenen Keeper überwindet. 2:0, die Entscheidung. Thomas Tuchel kann den ersten Saisonsieg bejubeln. Denn dabei bleibt's. Mainz schlägt Leverkusen 2:0. Dem Ex-05er André Schürrle bleibt nur die Gratulation, sein Team mit klassischem Fehlstart.